Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zum neuen Forza Horizon 4 Video. Und zwar habe ich heute einen weiteren Money Glitch für euch. Und der ist dieses Mal wirklich richtig böse. Also der ist richtig nice, der funktioniert richtig gut, aber ihr müsst genauso gut auch richtig gut aufpassen. Ich zeige euch das Ganze kurz auf der Karte. Es ist der Goliath Glitch, den haben jetzt schon mehrere rausgebracht. Aber ich habe jetzt hier abgewartet eben auf das neue Update und habe dann jetzt eben gemerkt, dass er noch funktioniert mit den Rennen, die ich genommen habe. Ihr geht dahin, geht dann auf Koop und dann geht ihr auf eigene Veranstaltung. Jetzt zeige ich euch die Veranstaltung, die ihr raussuchen müsst. Das ist im Prinzip, das eine Rennen muss über 50 Kilometer haben und das andere über 50 Runden und dann geht es im Prinzip mit fast allen Rennen. Ihr könnt da einfach gucken, hier in den Evergreens, in den Monatsbesten und so Tagesbesten, die Rennen werden teilweise immer rausgenommen von Forza, aber es gibt immer wieder neue. So, jetzt hier. Ihr müsst einmal den 5 Seconds Goliath Glitch als Favorit markieren und dann müsst ihr noch den Easy Money markieren. Die beiden müsst ihr euch markieren in euren Favoriten und dann startet ihr dieses 5 Seconds Glitch, drückt ihr an quasi, dann kommt ihr bei der Autoauswahl an, geht aber zurück, geht wieder auf eigene Veranstaltung, wieder auf Favoriten und jetzt startet ihr nämlich das andere Rennen, das ich euch gerade gezeigt habe. Das lädt sich mal wieder tot. Also das, ihr seht, das Ganze ist wirklich hier, ihr startet das Easy Money und das müsst ihr dann ganz normal fahren. Wenn ihr das Ganze hosten wollt, dann läuft es eben so ab. Ich habe aber vorher schon gemerkt, dass man bekommt so viele Einladungen von Spielern, deswegen nimmt die meistens an, weil das ist ein bisschen sicherer. Für den Glitch wird man zu 100%, wenn man den zu oft macht, gebannt, also da bin ich mir ziemlich sicher, weil er wirklich richtig krass ist, also ihr werdet es nachher sehen. Aber wie gesagt, deswegen sucht am besten Spielerlobbys, die ihr nicht selber hostet, damit ihr einfach mit ein paar Randoms zusammen seid und dass die Bannwahrscheinlichkeit nicht so hoch ist. Ja, ich spule euch das Ganze mal vor, weil das hier sich wirklich lang geladen hat und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es losgeht beim Rennen. Ja, und jetzt hat das Spiel eben durch den Glitch die Daten von dem ersten 50-Kilometer-Rennen aufgenommen irgendwie und ihr seht es gleich, wie das rumspackt. Es geht auf jeden Fall richtig crazy jetzt ab. Ihr seht, Kontrollpunkt verpasst, schwarze Bildschirm, okay. Ich wusste am Anfang ehrlich gesagt gar nicht, was abgeht, weil ich es zum ersten Mal gemacht habe. Und dann stand ich auf einmal hier, habe gesehen, unten da ist das Ziel und das war's. Also ihr müsst dann eben nur noch geradeaus fahren durch den einen Checkpoint und dann durchs Ziel. Und dann habt ihr das Rennen abgeschlossen und jetzt seht ihr, jetzt seid ihr erstmal eine Weile beschäftigt, um eure Belohnung zu skippen. Also das ist auf jeden Fall krass, vor allem für Leute, die noch ziemlich niedriges Level sind. Ich bin jetzt, ich glaube, ich habe jetzt alleine durch den Glitch in zwei Rennen 80 bis 120 Level gemacht. Also es ist wirklich komplett krass und ich war schon Level 100. Was jetzt auch nicht so brutal ist, wenn man sieht, was andere Leute schon für Level sind. Aber trotzdem ist es wirklich richtig krass. Trotzdem passt bitte auf, nicht, dass ihr gebannt werdet. Sollte man einfach nicht zu oft machen, weil ich schätze, es ist ziemlich easy. Aber wie gesagt, ihr müsst eben immer nach solchen Rennen gucken. Ihr findet die, ihr müsst eben nach den vielen Runden gucken. Also nach den 50 Runden und nach den 50 Kilometern und dann könnt ihr das mit jedem Rennen machen. Ihr seht, wir haben 1,4 Millionen Einfluss bekommen und über 5 Millionen Credits. Hat sich auf jeden Fall gelohnt und die Wheelspins, die habe ich vorher mal, ich habe mal nachgeguckt, vorher war ich bei 214 Wheelspins in zwei Rennen. Also ja, das ist auf jeden Fall richtig krass und dann würde ich sagen, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von meiner Seite. Habt viel Spaß beim Aufmachen eurer Wheelspins. Endlich mal so ein Traum erfüllt sich. Unendlich Wheelspins. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir eine Bewertung da. Kommentiert mal bitte euren Kontostand nach 10 Rennen, nach 15 Rennen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein und ciao.